Grüß dich Gott, willkommen zurück zu Binding of Isaac mit mir, dem Zombie. Beim letzten Mal haben wir den Krampus getötet, damit wir seine Kohle kriegen. Wir als YouTuber sind ja immer nur der Kohle hinterher. Richtig gut. So, dann töten wir erstmal diese schönen spuckenden Gegner, legen eine Bombe hier rechts an den Rand hin und holen uns den Geheimraum, welcher nicht sehr geheim ist, da auf unserer Karte markiert ist. Das nimmt doch diese ganze Geheimität raus. Aber da wir das Sister Maggie dabei haben, die spuckt ja auch noch für uns auf diese Sachen drauf. Voll happy. Schaut echt voll happy. Genau. Können wir uns noch mit ein bisschen mehr Schaden als zuvor durch diese Ebenen durchkämpfen. Also es stellt eigentlich so gesehen nichts für uns ein Problem dar. Außer, dass wir dann, wenn wir einen Feind berühren, dass unser ganzes Geld aus unserem Körper heraussprengt. Sonst hätten wir zu viel gegessen. Bloß und so. Die Würmchen hier sollten wir auch... Also ich bezeichne sie mal als Wurm, auch wenn es eigentlich so einzelne Köpfe sind, die hintereinander in der Reihe kleben. In der Karte möchte ich auch mal reinschauen. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass diese Räume hier in der Karte sind. Da kriege ich doch gleich mal mein ganzes Geld. Da der Rusted Key nicht unbedingt das beste Trinket ist. Aber doch, also wenn wir Schlüssel haben, ist das schon gut, aber na gut, give up. Okay, wir geben auf, keine Chance. Wir gehen. Nein, Spaß. Wir springen erstmal den hier in die Luft. Meat Boy! Hör auf! Man darf nie in die andere Richtung weggehen, als man gerade sprengen wollte. So. So eine Verschwendung von Bomben. Diese Automate, die sich hier rumschieben lässt. So, haben da auf jeden Fall noch ein Notfallherz drin. Wieso ist der Bossraum der Ebene nicht markiert? Ah, da braucht man den Kompass, richtig? Für den Bossraum der Ebene. Huch, die kommen ja da raus. Ich dachte, die sind in der Mitte eingesperrt. Schade. Gut, auf jeden Fall sind sie tot. Wir haben einen Schlüssel mehr. Haben hier ein paar Fliegen, die uns wenig antun können. Würde ich nicht die ganze Zeit reinlaufen. Aber hey, sowas kommt vor. Das Spiel ist stehen geblieben. Das mag mir nicht gefallen, solche Situationen, wenn das Spiel stehen bleibt. Besonders, weil es das wirklich noch nie getan hat. Aber gut, wir nehmen es gerade mal so hin, wie es ist. Und sprengen die mal in die Luft, bevor irgendwas passiert. So, da ist der Kampfraum der Ebene. Sehr gut. Ich lasse einfach mal alles so. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht mehr hängen bleibt. Ich kann gerade schlecht irgendwas schließen. Doch, ich könnte die Aufnahme wieder pausieren. Stimmt. Na, aber... Doch, mal tue ich, weil es hängt sogar zwischen den Räumen. Das ist böse. Sekunde. So, Sekunde um. Und sollte doch ein wenig... Ja, jetzt passt. Hoffe ich doch zumindest. Wäre ja doof, wenn es noch weiter hängen bleibt. Ich tue mal auf jeden Fall die Maus wieder oben auf dem Bildschirmrahmen ziehen, dass dies nur den Bildschirm anklickt, also das Fenster wieder, dass ich ja nie aus dem Spiel klicke, selbst wenn ich neue Items freischalte oder sonstiges. So, hier ist nochmal... Ach, guck mal, der Boss mit der Fliegen... Bombenfliegen in sich. Das klingt ja freundlich. Pam, 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 pam. Pam, die letzte kriege ich auch erkauert. Ich brauche dich nicht, Meat Boy, ich kann sowas auch allein, ja. Schau doch mal in den Shop rein. Ein Greed. Viel zu gierig heute. Nein, heute gibt es nichts im Angebot. Vielleicht nur den Steam Sale, der wäre doch schön. Aua. Oh, guck mal, ein Steam Sale. Und er hat alle unsere Münzen irgendwie negiert, dass wir nur noch eine haben. Was ich nicht unbedingt sehr nett finde. Nee, nicht wirklich. Nee. Mm-mm. Sollte man unbedingt die Münzen auch nicht unbedingt während des Kampfes wieder aufsammeln. Aber gut. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir sind ein fliegender Geist, der mit durchsichtigen Tränen schießt. Geistertränen. Und was ist denn hier unten noch? Ach, guck mal, da ist noch so ein Raum. Ja doch, hat sich doch ein bisschen gelohnt. Also die Räume lohnen sich zwar nicht immer, aber es könnte sein, dass es sich gelohnt hat. Wir werden es gleich sehen, ob es sich gelohnt hat. Allein wegen dem Geld hat es sich gelohnt für mich. Geld, Geld und noch mehr Geld. Danke sehr. Gucken wir nochmal, was hier ist. Uno, eine tote Katze. Due, Bomben. Tote Katze, I don't not want. Und das andere auch nicht gut. Hat sich also nicht gelohnt. Tote Katze macht ja, dass ich nur noch ein Herz habe. Würde sich ja bei der Tatsache, dass ich gerade 6 Herzen und 4 Seelenherzen habe, nicht so unbedingt lohnen. Hoffe, es kann jemand nachvollziehen. Ansonsten ist es mir auch egal. Ne? Wir gehen jetzt Richtung Bosskampf, um diesen Boss zu bekämpfen. Richtig. Ja. So muss das sein. So und nicht anders. Hallo, Husk. Hast du mir was zu sagen? Vielleicht, dass du tot bist. Bist du etwa schon tot? Bist du etwa schon tot? Bist du schon tot? Oh, du bist tot. Das war echt schnell. Aber wir nehmen das Lebensupgrade gerne mit. Und verdieseln uns in die nächste Ebene. Hui. Hallo, Tiefen Nummer 1. Eine Ebene vor Muttis Fuß. Um es nochmal erwähnt zu haben.
So, du bist ein sehr nerviger und starker Boss, sollte man dir nicht genug Schaden machen. Allerdings machen wir dir genug Schaden. So. Trifft mich halt noch mehr. Kein Problem. Ach, wir haben das Kohlestück, ne? Da müssen wir also auf mehr aus Entfernung schießen. Ach, egal. Erstmal so und so. Und der Geheimraum ist hier unter mir. Heißt, ich werde so und dann weglaufen, dass Meat Boy nicht die Bombe zieht. Sehr gut. Oh, das Seil. Das würde machen, dass wir keinen Unterkörper mehr haben. Natürlich haben wir bereits... Können wir schon bereits fliegen? Haben wir freigespielt, als wir das zweite oder dritte Mal Mom besiegt haben? Noch um es also anzumerken. So, die Häufchen machen wir kaputt und die fliegen dann auch. Was, Meat Boy? Du isst die doch immer so gerne. Na gut, dann steh einfach drin. So, was ist hier? Noch mehr Spinnen. Spinnen! Die Spinnen doch, die fliegen! Die Spinnen, meine ich. Die Römer. Ja. Wie ein Asterix und Obelix. Habe ich früher als Kind gerne gesehen. Ihr bestimmt auch. Hoffe ich doch mal. Schaut ihr heute, ihr Jugend, sowas noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die in ihrer Kindheit schauen. Vielleicht schauen die auch schon MTV. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, also als ich 4 war, habe ich schon MTV geschaut. Pimp My Ride. Obwohl Pimp My Ride ist ja noch, das geht ja dann noch. Habe ich ja früher auch gerne geschaut. Die ganzen Zeichentricksendungen wie South Park und sowas. Sehr kindesgerecht natürlich. Wir wollen in dieser Ebene, was wollen wir in dieser Ebene finden? Den Shop wollen wir noch finden. Warum? Ich habe keine Ahnung. Wir haben eigentlich gar kein Geld. Aber wir können einfach so tun, als hätten wir Geld. Werfen wir einfach Geld auf unseren Bildschirm, nehmen eine Health Up Pille, BTF und suchen den Shop. Da ist der Shop. Guck mal, ich habe ihn gefunden. Bin ich nicht schnell? Danke, ich weiß. Ich werde mich nicht bewegen, da diese Viecher hier nicht hinkommen. Meat Boy, bitte vernichte sie. Sie sind es nicht würdig. Nein, Meat Boy, das ist das falsche Target. Das ist das Target, was du aufessen sollst. Sehr gut. Eine Tarotkarte, Two of Spades. 14 Schlüssel. Sehr gut. Können wir doch gleich mal einen opfern. Hier wäre die Leiter, die uns hilft, falls wir fliegen könnten. Falls wir nicht fliegen könnten, aber wir können fliegen. Und dann können wir die Tarotkarte doch mal mitnehmen. Der Hanged Man, das ist genau das Seil, was wir gerade eben aufgesammelt haben. Na, danke, Spiel. Ich hab dich auch lieb. So, dann gucken wir doch mal. Brauchen wir doch den Rest der Ebene anschauen? Wir haben den Geheimraum, den Schein. Ach, guck. Machen wir doch einfach mal ein bisschen Cookie hier. Das Herz hätte ich übrigens aufsammeln können. Das habe ich allerdings nicht getan, weil... Salami. Temperance, das gibt mir einen Spielautomaten. Nein, Blood Donation Maschine, meine ich. Ihr seid besiegt. Hallo. Hasta la vista. Sehr gut. Nehmen wir alles so hin. So, die Explosionskugeln möchten wir nicht auf uns unbedingt ziehen. Wäre natürlich am besten, wenn man sie auf die Mitte der Räume zieht, letztendlich. Weil dort ja was Gutes sein könnte. Der Telepilz. Teleportation! Oh Gott! War ein bisschen verklemmte Position, aber ansonsten hat es eigentlich gepasst. So, und ich mach mal auch noch kaputt. Aber wir sehen nochmal, dass wir noch eine Bücherei haben. Also hätten. Und noch eine Teufelskarte, die ist gut. Sehr gut. Hier können wir uns das Buch, was wir vorhin für ein Herz bekommen hätten, umsonst holen. Das eine Seelenherz ignorieren wir mal, weil die Bücher sich alle gegenseitig in dem Raum verbrauchen. Das wäre also nicht so unbedingt praktisch. Nein, bitte geh doch sterben, danke. So, und die fliegen auch. Danke. So, haben wir den Weg auch und jetzt können wir wieder nach da oben gehen und noch den letzten Raum ansehen. Was sich dort auch immer befindet. Aufregendes. 1 Million Gegner! Cool, die habe ich mir schon immer zu Weihnachten gewünscht. So, die sind tot. Ihr beide spuckt nach unten und ihr seid beide deswegen auch tot. Und wir kriegen eine Münze. Oh, die wollte ich auch schon immer haben. Münzen. Aber langsam tut so mein Hals weh, weil ich irgendwie gerade, weiß ich nicht, so ein Powerade getrunken hatte und es hat mir doch ein bisschen was vom Hals so eingesäuert. Also irgendwie verträgt es mein Hals gerade nicht. Um es sanft auszudrücken. Damit nicht jemand irgendwie denkt, und wir gehen zum Boss übrigens. Hi. Wow. Dann machen wir noch ein bisschen Krieg. Können wir jetzt nicht verhindern, dass er jetzt auf der vierten Ebene kommt. Nee, fünfte. Laber ich. Aber mein Gott, wir können fliegen.
Ah, er bedrängt die Steine so, dass man nicht auf Steinen campen darf. Außer natürlich in dieser Situation. Treffer mit Beeper kuscheln. Haben wir eh dieselbe Farbe. Ich finde den Bosskampf übrigens gerade sehr spannend. Oh. Schon vorbei. Mein Popcorn ist noch gar nicht leer. Warum habe ich nicht in den Kampfraum geguckt, da unten links? Frage ich mich gerade und begebe mich auf direktem Wege dorthin. Und werde auch dort meine Teufelskarte. Ich habe eine Teufelskarte und das Buch. Das sind verschiedene Effekte, die können sich miteinander stapeln, glaube ich. Dann werde ich das Buch einsetzen und die Teufelskarte mal aufheben. Nochmal die tote Katze! Ist irgendwie der Run der doppelten Items oder so? Boah. Das Baby mit den Verfolgungspillen kann mir gleich mal weggehen hier. Ich habe hier ein Damage ab, ja? Meine Tränen sind rot. Schön an dem Run ist, ich darf jetzt nicht mehr in die Mitte des Raumes gehen. Ich bleib jetzt wirklich am Rand. Ich will dieses Item nicht. Das könnte mir wirklich wieder alles kaputt machen. Wie schon mal, als ich... irgendeine Challenge. War das bei einer Challenge oder war das? Das war bei einem normalen Run, ne? Das war bevor ich die Challenges angegangen bin, ja. Die Bombe ignorieren wir gekonnt und verlassen diesen Raum. Sehr gut. Tote Katze. Pff. Jetzt gebe ich mich mit toten Tieren ab. So, das nehmen wir mit. Das tricksen wir erstmal aus und dann gehen wir rüber. Nur der Vorsichtshalber. Gute deutsche Sprechen tun. Ach, guck mal, das Buch fällt sich immer um 2 Jahre auf, nachdem ich einen Raum gemacht habe. Das finde ich doch sehr gut. Dann ist es nach 3 Räumen schon wieder bereit. Heißt also, bevor wir bei Mom sind. Sehr gut, wir sind in den Tiefen Nummer 6. Auf direktem Wege zu Mutti. Mit direkt meine ich allerdings, dass wir uns erst die Ebene sehr genau anschauen werden. Huch. Hat sich auch einen Spaß gemacht mit dem Raum. Da sind wir zu langsam für. Nee, danke. Für 2 Münzen lohnt sich das nicht. Ich kann jetzt schön drauf campen, während mein Meat Boy die falschen Gegner wieder verfolgt. Brava Meat Boy. Das Herz will ich angreifen, sehr gut. Einer ist tot. Zack, 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 zack. 2 ist tot. Die Herzen sind da gerade so oben schön in der Ecke. Haben mich auch irgendwie getroffen, obwohl ich auf den Stein war. Fand ich jetzt nicht so unbedingt prickelnd. Aber soll es auch geben. So, der ist tot. Und die Fliege da unten müsste noch sterben. Okay, danke Meat Boy. Die hast du gut aufgegessen und der ist auch tot. Und da krieg ich nochmal ein halbes Herz für. Dann legen wir unsere Bombe da unten hin und schauen mal, was uns hier unten im Geheimraum erwartet, der Ebene. Ein Geldautomat, den wir nicht brauchen. Deswegen sprengen wir ihn in die Luft und behalten dafür eine Münze und eine Bombe wieder. Na gut. Nicht unbedingt lohnenswert, aber wir haben es auf jeden Fall getan. Hauptsache mal irgendwann getan, ne? So, wir töten die ganzen Gegner und letztendlich bleibt aus dem nur eine Bombenfliege. Und ein Herz. Und mein Meat Boy versucht scheinbar das Stachelbrett aufzufressen. Die 3 spuckenden Vaginas. Das klingt nach einer guten Band. Zumindest in meinem Kopf. Da ist nochmal Greed. Also jetzt könnt ihr mir nicht sagen, dass wir Greed noch nicht bekämpft haben. Den haben wir schon mal bekämpft. Ich habe heute irgendwie so ein Déjà-vu-Tag. Jetzt kommt mir vor, als wäre alles schon mal passiert. Wir schauen in den Raum auf jeden Fall da rechts. Hallo. Und finden dort eine blaue Pille, die noch keinen Effekt hat. Deswegen werden wir sie nicht nehmen. Ich habe schon genug gute Pillen gefunden. Ich weiß, dass ich welche nicht nehmen möchte. Danke für den Schaden. Und du hilfst dann noch mal hinter mir. So. Was? Dritte Welle? Ich will mal schauen, bin ich schnell genug? Ja, bin ich. Sehr gut. Ist ja auch ein bisschen leicht verwirrend, wenn man so nur im Augenwinkel beobachtet. Da weiß man gar nicht, welches der ganzen Viecher sein Meat Boy ist. Aber wahrscheinlich der, der alle anderen gerade aufgefressen hat. So. Ja. So, und da wollen wir auch reingucken. Natürlich. Immer gerne. Zack, und hallo! What is the deal today? Oh, Flies. Fliegen, warum nicht? Mit einer Fliege sieht jeder Mann immer schöner aus. Ja, gibt zwar auch Krawatten, aber Fliegen sind auch schön. Also jetzt habe ich es aber so ausgedrückt, dass es wirklich jeder verstanden hat. Wenn nicht, dann googelt nach einer Fliege. Eine Anzugfliege. Also jetzt aber. Also wirklich. Sonst dürft ihr mich gerne deabonnieren, wenn ihr das nicht jetzt verstanden habt. So. Müsste man ja wirklich...
Nein, also Kugeln sollte ja doch jeder mit können. Denkt man eigentlich immer. Schreiben ja auch immer viele, viel zu viele Leute schreiben immer gerne, Google ist dein Freund. Anstatt einem zu helfen. Also wenn man wirklich mal so ein Problem hat, wo man schon gegoogelt hat, zum Beispiel. Dann kommt einer an, Google ist dein Freund. Bevor, weil er überhaupt selber keine Antwort heißt wahrscheinlich. Und ich gehe hier gerade in jeden einzelnen Gegner rein, der mir überhaupt begegnet. Ich sollte mal ein bisschen mehr aufpassen, anstatt diesen Müll zu reden. Oh nein, schon wieder. Ja, ich habe ja schon wieder Müll geredet, ne? So, haben noch 4 Herzen von... Ja, noch 4 mehr könnten wir haben, würden wir klug sein. Deswegen werde ich hier campen und warten, bis Meatboy mal irgendwas intelligent Kluges tut. Scheint er aber gerade doch recht klug zu handeln. In der Tatsache, dass er hier alles auffrisst. Sehr gut. Das nehme ich mal an mich. Und was gibt's hier? Nochmal so ein Raum, okay. Soll mir recht sein, solange hier in diesen Räumen immer Gräben sind, wo ich mich verstecken kann. Vor den lieben fliegenden Masken mit den Tränen. Eine weinende Maske, aber nur auf einer Seite. Nicht auf beiden Augen. Meatboy machen, nom. Braver Meatboy. So ist deine KI gut. Ja. So lobe ich mir das. So, gehen wir nach unten? Ja, schauen wir nochmal nach unten. Was gibt's denn hier Feines? Oh, noch mehr von diesen Masken. Und noch dazu 2 Wurstwillis. Ich hab's jetzt mal Wurstwillis gerade umgetauft. Weil die doch arg panisch hier durch den Raum rutschen. So, was ist hier? Oh Gott. Hör auf, so viele Gegner zu spucken. Jetzt ist gerade die größere Gefahr das hier. Sehr gut. War, meine ich. War die größere Gefahr. Solange ich die schnell genug alle ausschalte, kriege ich auch keinen Schaden. Ich frage mich, wie ich hier mein Leben auffüllen soll. Riskiere ich's? Riskiere ich das? Ja. Ausnahmsweise. Wir haben ja noch eine Pille. Eine Pille, wo wir den Effekt nicht wissen. Ich werde diese einfach mal jetzt zu mir nehmen. In der Hoffnung, dass es mein Leben auffüllt. Was helfen einem der größte Schaden, wenn das Leben so niedrig ist? Nichts. Ach, nur eine Dörrpille, okay. Das soll mir noch recht gewesen sein. So, dann gehen wir dahin. Dann, wupp. Bitte geh vorbei, danke sehr. Da können wir einfach selber dran vorbei. Ja gut, gegen Mom an sich ist es jetzt kein Problem, aber halt, ne? Gegen Mom werde ich auch nur das Buch wieder einsetzen. Die Karte hebe ich mir weiterhin auf. Vielleicht bis zum Herz sogar, wenn es sein muss. Wir sollten auf jeden Fall die Ebene mal beenden. Damit ich auch den Part beenden kann. So, 1 Million von euch. Der blaue doch hier mal. Der hat doch bestimmt ein Herz dabei. Eine Truhe, okay. Kommt es übrigens vor, als würden diese Viecher immer ein ganzes Herz Schaden machen. Ist es so oder bin ich nur gerade sehr leicht verwirrt? Aua. Wie gemein ist die Raumform? Meatboy. Sehr gut. So, und wir sind bei Mom mit 2,5 Herzen. Heißt, wir stellen uns einfach hier rechts hin und hoffen auf unser Bestes. Und unser Bestes ist nicht sowas, sondern so. Huch, dass ja noch einer, der hinter uns herläuft. Vielleicht bewegen wir uns doch einfach mal während Moms Bosskampf. Warum nicht? Wir haben ja nur kaum Leben. Ich brate gerade panisch auf ihren Fuß. Oh, sie hat sich selber ins Auge getreten. Das ist natürlich praktisch jetzt. Fleischi, hör auf hier. Fleisch. Ich werde jetzt nicht hier sterben, oder? Danke. Ich wollte mich ja schon beschweren. So, wir nehmen das. Jetzt sind wir erst... Oh Gott, was ist denn mit unserem Leben los? Wir hatten doch so viel. Ich muss mir aufpassen. Nur weil ich so stark bin... Ah. Finde ich jetzt doof. Wir finden auf jeden Fall den Squishy. Squishy, Squish, Squish, irgendwas. Ich schau mal kurz. Da, Squeezy, Tears und 2 Soul Hearts. Also Tears ab und 2 Seelenherzen. Heißt 2 Treffer mehr, die wir kassieren können ab der nächsten Ebene, die wir jetzt betreten werden. Pam. Und haben den Wump vor uns. Mit anschließenden gleich direkten Geheimraum. Was aber allerdings im Geheimraum ist, sehen wir erst im nächsten Part. Bis dann, euer Zombie.